jetzt eine komische Location für ein Meet and Greet. Und gell, es sind alles so komische Leute hier. Ja, mega komisch. Schau mal da. Greeny, noch nie gehört. Ronny, noch nie gehört. Leicht aufgewärmt, noch nie gehört. Saturday, Sunday, noch nie. Pascal Storo. Wer ist das? Keine Ahnung. Hallo zusammen, es ist der 29. Dezember und es ist arschkalt. Heute ist der TubeCon-Tag, die erste grosse Social-Media-Messe in der Schweiz. Und es ist ein Tag, wo ich mich seit, ich weiss nicht, Wochen, Monaten darauf freue, weil ich viele Leute treffe, die meinen Kanal schauen und auch all meine YouTube-Freunde sind da. Außer die Little City, ich glaube, die müssen arbeiten. Schade. Ich würde sagen, gehen wir mal rein und schauen, was hier so läuft. Weit bin ich nicht gekommen. Weit bin ich überhaupt nicht gekommen. Ich bin gescheitert hier bei der Zugangskontrolle. Sie haben keine Liste, um die Leute reinzulassen, sondern müssen eine Bezugsperson anrufen. Und dann kommst du rein. Ohne Bezugsperson kommst du nicht rein. Keine Liste. Die Homepage reicht auch nicht, wo wir mit den Bildern drauf sind. Für nächstes Jahr definitiv etwas zum Verbessern. Du bist nicht drauf, keine Angst. Ich werde auf jeden Fall super begleitet, aber ich darf die Liebe nicht zeigen. Es ist doch gerne hinter der Kamera. Cool. 1A Betreuung. Mega cool. Ich bin jetzt gerade in der Garderobe, habe meine Sachen deponiert und jetzt ist 3 vor 3. Um 3 geht es los auf der Mainstage. Am 3:30 habe ich meine erste Präsentation, dann ein Meet and Greet und dann die zweite Präsentation. Ich würde sagen, ich nehme euch einmal mit und wir schauen, was da so läuft. Fabian! Hey! Lani, du hättest es nicht perfekter können planen für mein Video. Ich habe gerade den Ash getroffen vom Ash April Kanal und es gibt eine ganz lustige Geschichte. Er hat ein Video gemacht, das extrem viele Views hat, wie man seine Schuhe grösser macht. Die Schuhe, die ich jetzt anhabe, die habe ich vor etwa 2 Stunden mit diesem Video gross gemacht. Vielen Dank. Ja. Was machst du sonst so auf deinem Kanal? Die verschiedene Sachen, also eben Lifehacks angefangen, DIY, so ein bisschen basteln, etwas optimieren, wie jetzt mit den Schuhen. Aber auch Vlog, jetzt bin ich wieder am Vlog am Aufnehmen. Ja, ein bisschen verschiedenes. Ich tue seinen Kanal unten einblenden, abonnieren dann. Ja, super, ja. Ciao. Ciao. Wir haben gerade die erste Drohnengesetz-Präsentation gehabt und es sind ein paar YouTube-Kollegen gekommen. Wolltest du dich schnell vorstellen? Ich bin der David vom Kanal Flughund. Ich glaube, ich habe vergessen. Nein, ich habe vergessen. Wir müssen nochmal cut. Du bist? Ich bin der David Blum vom Kanal Flughund. Ich tue seinen Kanal unten verlinken. Er fliegt richtige Drohnen, nicht so Spielzeug wie ich. Genau. Danke. Salut Martin. Salut zusammen, ich bin Martin Bommeli. Auf meinem YouTube-Channel findet ihr ganz viele Skateparks aus der ganzen Schweiz. Es sind über 100 mittlerweile. Jetzt müsst ihr Fabian Dörig seine Videos schauen, wenn wir skaten, bei ihm können schauen, wo die Skateparks sind. Genau, findet ihr richtig Freude. Danke. Ich lerne jetzt How to Pose Like a Pro von Steven. Ja. Ja. Leider ein bisschen verfrüht müssen gehen beim Steve Appre. Jetzt suchen wir das Meet and Greet 2. Das ist eine komische Location für ein Meet and Greet. Und gell, es sind alles so komische Leute hier. Ja, mega komisch. Schau mal da. Greeny, noch nie gehört. Ronny, noch nie gehört. Leicht aufgewärmt, noch nie gehört. Saturday, Sunday, noch nie. Pascal Storo. Wer ist das? Keine Ahnung. Noch nie gehört. Er macht Musicals, er ist mega bekannt, er ist bei der Smile Tour. Selfie mit dir. Wer ist eine Blondine? Die vier. Filmst? Natürlich. Wow. Ich mache einen Vlog. Was? Wir machen keine. Saturday und Sunday. Wer ist alle wahr? Hä? Wer ist wahr? Ich bin Saturday. Logisch. Alles klar. Das merkst du schon. Ist eigentlich, der Trend ist aufgekommen 2010 und hat jetzt auch den Weg nach Mitteleuropa gefunden, Schweiz.
Mhm. Ja, und da geht es eigentlich um ein Spannungserlebnis. Und? Wie viel hat der Tube gegangen? Für die cool. Fischauge immer wow. Du bist mal berühmte YouTuber. So, berühmt? Ich? Nadia findet es mega. Noch mal berühmt. Du schützt nicht so... Wer bist du? Oh, ich habe gerade ein wunderbares Essen gehabt. Und der Johann ist von der TubeCon. Er managt TubeCon und I'm gonna switch to English, that you understand me. It sounded beautiful, but I didn't understand anything. He brought TubeCon to Switzerland and I just wanted to say thank you, first. And secondly, what do you like most about Switzerland now that you're here? Oh, yeah, I've been to Switzerland a bunch. I should also begin with saying thank you, because again, TubeCon is made up by all the creators like you, so I'm the one being thankful. Also something I'm very thankful when I go to Switzerland every time is that I try to spare some time to go to the mountains. I know that's kind of a lame and usual answer. Yeah. Thank you so much. Well, thank you. So, willkommen Patrick in meinem Video. Hey. Ich habe vorhin eine Präsentation gehabt über Drohnen und jetzt sind wir da irgendwie hängen geblieben im Parent Park mit Bier. Weil da gibt es Bier und Wein, was sehr, sehr positiv ist. Und da hinten sind gerade Loredana und Kilian am Küchenkästchen-Podcast dran. Und das wollte ich euch schnell vorstellen. Küchenkästchen-Podcast ist ein relativ neuer Podcast. Und könnt ihn abonnieren auf iTunes oder sonst, wo ihr ihn findet. Und wird gemacht. Was? Haben wir schon mal einen Podcast hören? Das ist schon nicht, aber machen auf jeden Fall. Zulassen tut niemand, aber der Podcast ist ein Medium, das generell... Es ist ein extrem erfolgreicher Podcast. Ich höre die halbe Schweiz zu. Das ist ein Konzept. Der Daniel steht halt für Understatement. Aber sie hat wirklich Hunderttausende von Zuschauern. Hier unten verlinkt. Jetzt sind wir mal zusammen so. Die haben irgendein komisches Flugteil, das wir ausprobieren müssen. Mal schauen. Ich würde sagen, wir enden den Vlog dort, wo wir ihn angefangen haben. Hier in der Garderobe. Mega cool. Herzliches Dankeschön der ganzen Organisation, was ihr hier heute auf die Beine gestellt habt, ist mega gewesen. Es sind auch viel, viel mehr Leute gekommen, als ich je mir hätte erträumen können. Ganz herzlichen Dank auch denen, die gekommen sind, um mich zu besuchen. Hat mich riesig, riesig gefreut. Und ich habe all meine YouTube-Kollegen gesehen. Mega cool. Mega cool. So, ich bin richtig tot. Damit ich das nicht vergesse, ich tue unten verlinken, wo ihr eine Präsentation findet, wo ich über Drohnengesetz gehalten habe, mit allen Links, falls euch das interessiert und ihr euch informieren wollt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, zeigt wie immer ein Like. Zeigt gerne wie immer ein Like und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Watch that. See you next year, TubeCon.